Ein hoher verdammter Schießpeppi. Was heißt das? Ein hoher verdammter Schießpeppi? Das heißt, du bist ein verdammter Scheiß Basler eigentlich. Das Peppi ist eigentlich ein Basler. Das ist ein Peppi, das sagt man so. Ja, super. Dann, was gibt es noch? Oder es gibt noch. Halt Schnurre oder schiebt das Rammtäfeli ins Fudi. Übersetzt das nochmal? Ja. Halt den Mund, sonst schiebe ich dir ein Rahmbonbon in den Arsch. Ah ja, ja. Und was fällt da noch so hin? Ich weiß nicht. Aber das ist alt, das ist sehr alt, das sagt eigentlich nur noch die Alten. Für Puppe, Titi. Titi? Ja. Aber das sagt niemand mehr, für die Jungen nicht mehr. Ja, ja. Und sonst. Was ist so der Unterschied zwischen der Alter und der Jungen? Reden die anders? Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht mehr, nein. Das nicht. Das wäre viel weiter zurück eigentlich. No comment. Also merci noch. Nein, merci. Ja, mit. So. Ja, laufen. So, die Sache. Ja. Aber weißt du, ich nehme das nicht so tragisch und so. Doch, jetzt ist. Ja, genau. Also, Basler Deutsch und so. Was fällt dir dazu ein? Nicht. Gibt es keinen Satz oder irgendwie so einen Ausdruck, einen speziellen Ausdruck? Das Legümle auf dem Markt holen. Ach so, das Legümle auf dem Markt, also Gemüse. Nein, ich weiß nicht, wie es heisst. Ah, das Gellerettli. Das Gellerettli, was ist das? Du. Ah, was gibt's noch? Und das gibt's nur in Basel und nicht woanders? Ja, ich denke schon. Ja. Und wenn du jetzt mit mir sprichst, redest du denn Baslerisch oder redest du denn so umgangssprachlich Schweizerdeutsch oder? Ich würde sagen, ich rede Baseldeutsch. Baseldeutsch, genau. Und wie kommt Baseldeutsch an, woanders? Nicht so gut. Wieso? Aber es ist immer das Gleiche. Zürichdeutsch kommt auch nicht gut an. Und Berndeutsch kommt auch nicht gut an. Berndeutsch kommt gut an, nicht? Oder nicht? Was kommt gut an? Das Walliserdeutsch, weil es niemand versteht. Vielleicht. Ach so. Aber. Ja. Ja, gut. Und fällt das sonst noch was ein zum Basler Deutsch? Nein. Und so Schimpfworte auf Baslerisch, wie flucht man? Gottfried Stutzner noch einmal. Was? Kann ich denn überhaupt? Also. Gottfried Stutz. Gottfried Stutz noch einmal. Oder so. Ja, ja. Okay, merci. Ja? Jetzt muss ich mal schauen. Den Beruf haben. Ja. Ja, man kann es nicht so sagen. Meine, du kannst es dann sagen, wenn ich den niemand richtig drauf habe und so. Wie gesagt, so spezielle Basler Deutsch Ausdrücke und so, was es so gibt, was man so wissen sollte und kennen sollte. Ein Schlitzgiger. Was ist das? Eine Prostituierte. Und was noch? Shit. Dürfen wir da rein? Ja, gern. Sind ja Basler? Das sind Basler. Nein. Sind ja Basler, was fällt euch hier zu Basler Deutsch? Was für Ausdrücke findet ihr interessant? Schofsäckel. Schofsäckel. Schofsäckel ist gut. Was ist ein Schofsäckel? Schofsäckel, das ist der untere Teil vom Schaffhauserwappen. Ah. Jetzt weißt du gleich viel, gell? Ja, genau. Nein, da gibt es einen Witz dazu. Aber lass du es. Ja. Gleich. Kann ich gleich her wegen der Kamera? Also ein bisschen. Was will ich? Kamera schauen. Nein. Im Schnee. Die ganze Kamera im Schnee. Ach so, Kamera im Schnee. Also, was ist das? Der untere Teil vom Schaffhauserwappen, das ist so. Die Geschichte ist so. Da hat einem gesagt, das sei ein Schofsäckel. Und dann hat ihn der verklagt.
Und dann sind sie vor Gericht gegangen und dann hat der Richter gesagt, sie haben ihm gesagt, es ist ein Schaufsäckel. Und dann hat er gesagt, ja, das habe ich gesagt. Und dann hat ihn der Richter verurteilt zu einer Geldstrafe. Und dann ist er aufgestanden und beim Rausgehen hat er gesagt, und im Übrigen bin ich der Meinung, er ist der untere Teil des Schaffhauserwappen. Und Schaffhauserwappen ist ein Geissbock. Der Geissbock ist männlich, bekanntlich. Ja, ja, ja. Also hat... genau. und du, nochmal, was ist nochmal die ich als Zürcherin mich grausam verschrocken, wo man mir das erste Mal gesagt hat, das Titti-Haus. Das ist das Puppenhausmuseum, das Titti-Haus. Ich habe gefunden, wie bitte? Ich verstehe, glaube ich, nicht richtig. Das ist sexuelle Belästigung. Ja, ja, ja. Genau, so viel dazu. Gut. Mehr weiss ich nicht. Nervst du noch? Gell? Bitte. Gut, dann schalten wir da ab. Für gut, was ist danke. Das bitte? Ja, das ist Baseldeutsch. Nein, no, ich non so parlare. Non so parlare tedesco. Ich non parlo tedesco. Non parla tedesco. No, svizzero. No, nemmeno tedesco, non parla italiano. Ma non sa neanche una parola. Sì, guten Tag. Qual è la parola? Guten Morgen, grazie. Grazie. Però a Basilea dicono grazie o dicono altrimenti? No, dico guten Morgen pure si dice, non è che... Però grazie vuole una cosa del genere. And, lei sa una parola Basilea? Neanche una. Cioè, le ascolto, però. Sì, sì, non si ricorda. No. Ok, grazie. Das ist alles nicht so schön. Also, hallo. Wie gesagt, die Frage ist, was denkst du zum Basler Dialekt? Und hast du so bestimmte Umgangsformen, Basel-Umgangsformen, die ja interessant sind, die irgendwie beeindrucken, die du nicht kennt hast und an die du vielleicht, ja, was fällt dir so ein, Basler-Deutsch? Ja, es gefällt mir sehr gut. Und was mir gefällt, ist, dass durch, im Laden die älteren Verkäuferinnen mit Damen ansprechen. Was hat das so gerne, Dame? Das gefällt mir. Und es ist ein herziges Dialekt. Was hätten Sie gerne, nicht? Dame. Und sonst? Fällt da noch was ein? Es ist einfach lustig. Und wenn du jetzt, wie gesagt, von Luzern kommst und so, hören die das gleich? Ja, ja, ja. Das hören sie gleich. Ja. Und dann, was passiert? Ignoriert man das oder wird man gleich sagen, ah, sie sind aus Luzern oder was? Ja, und sie finden, wir können extrem schlecht Schriftdeutsch reden. Das finden sie ganz schlimm. Also sie können viel besser deutsche Sprache sprechen als Innerschweizer. Und sonst ist es eigentlich recht egal, denkt es mir. Aber das ist wichtig. Das heisst, es ist in Basel können sie eher Schriftdeutsch reden, ja. Durch die Nähe nach Deutschland. Ja, und wegen dem R, der hinten ist. Ja. Ja, wissen, also der Unterschied zwischen der R, hast du da ein Beispiel? Schweizerdeutsch und Baseldeutsch? Also Luzernerdeutsch und Baseldeutsch? Ja. Ja, klar. Es ist einfach dahinter, gell? Es rollt hinten dran. Okay. Danke noch. Da geht das Licht gleich raus. Ja. Genau, da ist es nicht mehr wieder. Gut. Also. Ja, genau. Also, wie gesagt, wie gesagt, irgendwelche Basler Ausdrücke und so, die speziell sind. Ein Gucke. Ein Gucke für einen Klepfer. Ach so, was heisst das? Ein Sack für einen Servola, für eine Wurst. Ah ja. Und sonst noch? Das Tremli und das Auti. Und wie flucht man da? Wenn man angefressen ist, wenn man wütig ist, was sieht man denn? Kopfdeckel. Kopfdammi, Seich, Mist. Okay, danke noch.